Gefühlslage an diesem Wochenende beim EV Landshut schwankte zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Zunächst einmal gab es am Freitagabend letztere Emotion. Denn im vierten Vergleich heuer mit dem Erzrivalen Rosenheim setzte es leider die erste Niederlage. Dabei hatte der EVL gehofft, mit einem Sieg den 2-Punkte-Abstand zu überbrücken und selbst auf Platz 6 zu springen. Doch die Sabuls zeigten vor knapp 5000 Zuschauern eine exzellente Leistung, siegten durch Treffer von Tim Kuhns aus der 5., Markus Götz aus der 49. Minute und einem Empty-Netter von Stephen Schulz, 87 Sekunden vor Schluss, mit 3:0. Insgesamt eine Partie mit absolutem Playoff-Charakter. Das setzte den EVL natürlich etwas unter Druck. Ein Sieg im gestrigen Heimspiel gegen Bad Nauheim war Pflicht. Nicht nur um die Mini-Chance auf die direkte Playoff-Qualifikation am Leben zu erhalten, mit 3 Punkten würde man den 11-Platzierten um 7 Zähler distanzieren und hätte damit zumindest die Pre-Playoffs in der Tasche. Dementsprechend motiviert legten die Hausherren los, vor allerdings nur knapp 2500 Zuschauern, angesichts der Bedeutung der Partie eine eher schwache Kulisse. Genau 4 Minuten und 1 Sekunde waren gespielt, als der seit Wochen überragende Peter Abstreiter einen Konter fährt und alleine vor Jan Guricza die Nerven behält. Die eminent wichtige Führung in dieser Partie, Nervenberuhigung für den EVL. Auch in der Folge Landshut das klar dominierende Team, das 2:0 schien nur eine Frage der Zeit. Und in der 18. Minute war es auch soweit. Eddie Rinke-Leitern saß zu diesem Zeitpunkt draußen, die Hausherren also in Unterzahl. Das störte sie aber wenig. Patrick Jarrett checkt gut vor und PJ Fenton bezwingt Guricza zum 2. Mal. Der Coach bis dahin zufrieden. Wir waren laufstark, wir waren scheibensicher, wir waren auch effektiv. Wir haben 2:0, glaube ich, dann auch zu Recht geführt. Im 2. Drittel haben wir uns Leben selber schwer gemacht. Wir haben zu viele Scheibenverluste gehabt. Man wollte Pass spielen, wo es einfach notwendig gewesen wäre, die Scheibe aus dem Drittel rauszuklären. Damit brachte sich der EVL in dieser Phase immer wieder selbst in Schwierigkeiten. Die mit zahlreichen Ex-DEL-Spielern gespickten Roten Teufel wussten ihrerseits, dass sie jeden Punkt im Kampf um die Pre-Playoffs brauchen und drehten dementsprechend auf. Die Hausherren konnten sich im Mittelabschnitt nun mehrfach bei Goalie Tyler Wyman bedanken, der sehr viel Ruhe und Souveränität ausstrahlte. Ja, das kann man so sehen, das kann man unterschreiben auch. Er hat da uns mit ein paar Saves sicher im Spiel gehalten. Aber ich muss auch sagen, dass der Tyler über die letzten Wochen sehr gut spielt. Und ja, man gewöhnt sich schon fast an so eine Top-Leistung. Aber die brauchst du auch, wenn du in die Playoffs kommen willst. Und wenn du in der Playoff dabei sein willst, ich bin mir sicher, er ist ein großer Bestandteil, uns in die Playoffs zu bringen. Und auch wird ein Bestandteil sein, ziemlich weit zu bringen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Zurück zu dieser Partie. Genauso eine Situation, in der Landshut die Scheibe nicht rausbringt, sorgte dann nämlich für den Anschluss. In der 28. Minute war Wyman machtlos. Nauheims Topscorer Max Campbell ganz abgezockt zum 1:2. Doch die Hausherren hatten genau die richtige Antwort parat. Der Kapitän höchstpersönlich verpasste den Nauheimer Comeback-Hoffnungen einen ordentlichen Dämpfer. Cody Thornton macht in der 33. Minute das 3:1. Und als dann Abstreiter und Jarrett 32 Sekunden vor der 2. Drittelsirene einen 2-auf-1-Konter perfekt ausspielen, war eigentlich Schicht im Schacht. Abstreiter macht's anders als beim 1:0, diesmal nicht alleine, sondern bedient den mitgelaufenen Jarrett, der zum 4:1 einschießt. Angesichts der klaren Führung kehrte im Schlussabschnitt teilweise erneut etwas der Schlendrian ein. Einmal hatten die Hausherren Glück, als Patrick Strauch nur das Torgeschlänge anvisiert. Einmal dann nicht so viel Glück, als der Ex-Nürnberger Dusan Frosch seine ganze Cleverness zeigte. Im Powerplay nach 54 Minuten lauert er am langen Eck, bringt Elia Ostwald kurz aus dem Tritt, um dann locker einzuschieben. Das 2:4 der Gäste aber im Endeffekt nicht mehr entscheidend, denn fortan hielt der EVL sie vom eigenen Gehäuse weg und setzte in Person von Rinke-Leitern 26 Sekunden vor Schluss noch den Empty-Netter zum 5:2 Endstand. Ich denke, dass wir über den Fleiß, über die Arbeit und über die Disziplin das Spiel gewonnen haben und sehr effektiv waren. Das sind wichtige 3 Punkte. Im Endeffekt zählen die Punkte und die Hammer und somit auch sichere Qualifikation für die Playoffs. Das Heimrecht in diesen erscheint angesichts von 5 Punkten Vorsprung auf den 9. Weißwasser auch ziemlich gesichert. Und da ausgerechnet Krinners Ex-Team Garmisch den Rosenheimern eine Niederlage zufügte, sind es bis zu Platz 6 erneut nur noch 2 Punkte.
Aber wir immer drücken für mehr. Das ist nichts. You know, nächste Wochenende ist nichts Halligalli. Wir immer Druck machen und wir suchen für den 5. Platz oder den 6. Platz für Homeis. Zum Hauptrundenabschluss geht es kommendes Wochenende erst nach Dresden und dann am Sonntag steht um, Vorsicht, 18.30 Uhr das letzte Heimspiel gegen Weißwasser auf dem Programm.